Die Falle ist der Verstand. Jeder Gedanke, ein einzelner Gedanke schon, zwingt sie wieder in den Verstand, sonst könnten sie ja nicht denken. Und damit sind sie wieder im Ich, in der Illusion. Und damit haben sie wieder Fragen und keine Antworten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Kurt Tepperwein. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf Ihre Fragen. Sie haben gerade schon gesagt, 28 Minuten, das ist das kürzeste Interview, was Sie wahrscheinlich je gegeben haben. Sie sprechen gerne und viel. Ich habe mir viele Ihrer Interviews schon angehört, auch Ihrer Hörbücher, Ihre Meditationen. Wenn Sie im Aufzug wären und müssten in 30 Sekunden erklären, was Sie eigentlich machen beruflich, wie würden Sie das tun? Also dann brauche ich keine 30 Sekunden. Ich helfe anderen, sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Das ist auf den Punkt. Wer sind wir denn wirklich? Wir sind diejenigen, die sich irgendwann zu Hause entschieden haben, wieder mal eine Schule zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wir haben dafür diese Welt gewählt, weil hier die Dualität ist. Der Grund dafür ist, wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Wir sind reine Energie. Wir waren schon immer, wir werden immer sein. Wir sind nicht geboren worden. Wir können nicht älter werden. Wir sind vollkommen. Dafür sind wir nicht hier. Aber zu Hause in der Vollkommenheit können wir Vollkommenheit nicht erkennen, erleben, weil ja alles so ist. Es gibt kein Anders. Und deswegen brauchen wir eine Welt, in der das andere möglich ist, eine duale Welt, hier die Erde, da gibt es zu Vollkommenheit, Unvollkommenheit, zu groß, klein und so weiter, das gibt es zu Hause nicht. Und um also unsere eigene natürliche Vollkommenheit bewusst zu erleben, kommen wir hierher und damit wir uns auf diese unvollkommene Welt einlassen und nicht auf dem Absatz wieder kehrt machen, haben wir vergessen, wer wir sind. So. Wir fangen also bei Null an und können jetzt Schritt für Schritt unser wahres Sein wieder entdecken und in Besitz nehmen. Das heißt, bis das geschehen ist, schlafen wir eigentlich. Wir träumen nur vom Leben. Erst wenn wir in dem Moment, wo wir wach werden, also erkennen, ach, ich bin ja gar nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern ich erkenne, wer ich wirklich bin, dann beginnt eigentlich erst unser Leben. Bis dahin ist es ein Ich-Leben, das ist gar nicht wirklich unser Leben. Das war jetzt wirklich viel. Ich glaube, da haben Sie Ihre Arbeit wirklich es geschafft, in einer Minute auf den Punkt zu bringen. Aber für jemanden, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung vielleicht gerade erst anfängt zu beschäftigen, ist das, glaube ich, schon ganz schön schwierig zu verdauen. Sie sagen, wir sind eigentlich gar nicht der, der wir glauben zu sein. Und wir sind hier, um uns selbst zu erfahren und unsere eigene Vollkommenheit eigentlich wieder zu entdecken. Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Warum sind wir nicht der, der wir glauben zu sein? Also warum bin ich nicht der, der hier gerade sitzt, der das Interview mit Kurt Tepperwein führt? Warum glaube ich das nur zu sein? Ich sage immer das Beispiel, Sie sind derjenige, der sich irgendwann entschieden hat, hierher zu kommen und diese Schule des Lebens zu besuchen. Da gab es weder ihren Körper, noch gab es ihren Verstand, noch gab es ihre Persönlichkeit. Also nichts von dem, mit dem sie sich vielleicht heute identifizieren, war existent. Aber sie gab es schon. Und sie haben sich entschieden, ich besuche die Schule. Das ist so ungefähr wie, wenn sie jeden Morgen gehen, sich in die Garage zu ihrem Auto. Aber wenn sie in die Garage gehen, werden sie ja auch nicht zum Auto. Dann sind sie immer noch der, der in die Garage gegangen ist. Und wenn sie zur Erde kommen, werden sie nicht ein Mensch. Eigentlich macht sie die Sprache schon aufmerksam. Denn sie sagen ja, was ich im Spiegel sehe, das ist mein Körper. Ja, wer sagt das denn? Ja, sie können ja nicht das sein, was ihnen gehört. Wenn das ihr Körper ist, dann sind sie der, der das sagt. Und das ist ihr Körper. Und sie sagen auch mit der Weisheit der Sprache, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ja, wer sagt das denn? Wer ist denn der Besitzer? Das sind sie. So. Und indem sie sich wieder daran erinnern, vielleicht durch die Sprache, erkennen sie, ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Aber ich bin der Besitzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Aber ich bin der Erfahrende.
Und dann bin ich bei mir selbst angekommen. Ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen. Ich versuche das gerade mal auf unseren Alltag zu übertragen, weil es könnte jetzt sehr abstrakt klingen, was Sie sagen. Wir kommen auf diese Erde und wir sind gar nicht das, was wir sind. Aber am Ende des Tages haben wir unser Leben hier und wir sind im Alltag und wir sind identifiziert mit unseren Problemen, mit dem Stress, den wir haben, mit einer Pandemie, die uns nervt, die Menschenleben kostet, mit unseren Herausforderungen des Alltags, in unseren Beziehungen, auf unseren Bankkonten, in den Firmen, in denen wir unterwegs sind. Wir haben ja die Probleme, die Konflikte, die wir haben, die Ängste, die Gefühle, die da sind. Was hilft mir da sozusagen das Wissen, dass ich das eigentlich gar nicht bin, sondern nur glaube, diese Probleme zu haben? Das haben Sie nicht, sondern das hat Ihr Ich. Ja, für Sie Bewusstsein ist das alles irrelevant. In dem Moment, wo Sie zu sich selbst erwacht sind, spielen all diese menschlichen Probleme keine Rolle mehr. Das ist so wie ein Traum. Wenn Sie morgens aufwachen, müssen Sie nicht die Probleme, die da im Traum, die Sie geträumt haben, die müssen Sie nicht lösen. Die sind ja geplatzt, die sind vorbei. Sie sind wach und da treten Sie ein in ein ganz anderes Leben. Das heißt also, als erwachtes Bewusstsein leben Sie im Jetzt, tun das, was jetzt zu tun ist. Und da stört Sie kein Bankkonto und kein menschliches Problem. Sie können sich nicht ärgern oder sind nicht einverstanden oder die Pandemie ist keine Krise oder was auch immer, sondern das sind Äußerlichkeiten, die sind für ein erwachtes Bewusstsein vollkommen irrelevant. Sie tun einfach das, was zu tun ist, und damit verursachen Sie, dass Ihr Leben stimmt. Denn wenn Sie stimmen, stimmt auch Ihr Leben. Und solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben, mit denen Sie tagtäglich beschäftigt sind. Und Sie entscheiden sich, auf welcher Ebene Sie leben. Auf der Traumebene der Probleme oder auf der Ebene des Bewusstseins als der Sie wirklich sind. Und dann können Sie diese ganzen menschliche Problematik vergessen. Kurt, jetzt haben Sie mich. Welche Pille muss ich schlucken, um auf diese Bewusstseinsebene zu kommen? Um diese Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe, die Sie wiederholen, letztendlich die Identifikation, die Herausforderung sozusagen abzulegen. Wie komme ich auf dieses Bewusstsein? Ich bin es ja und Sie sind es auch. Sie müssen überhaupt nichts ändern. Sie müssen nur aufwachen. Das ist genau wie, Sie gehen jeden Abend ins Bett und irgendwann schlafen Sie ein und fangen an zu träumen. Und dann sind Sie eine Traumfigur in Traumumständen. Aber das ist nicht wahr. Das ist Illusion. In Wirklichkeit liegen Sie nur im Bett und Sie sind der Träumer. Sie liegen die ganze Nacht im Bett. Aber den haben Sie vergessen. Das ist Ihre Wirklichkeit. Aber davon wissen Sie im Traum nichts mehr. Sie schlagen sich mit Ihren Traumproblemen rum. Aber das sind alles Seifenblasen. Das ist alles Illusion. Und das ist alles irrelevant, sobald Sie aufwachen und sind in Ihrer Realität angekommen. Und dann können Sie den ganzen Traum vergessen. Und genauso ist das auch hier mit der Wirklichkeit. Aber das hört sich so leicht an. Wenn das so leicht wäre, dann würde das ja jeder so einfach machen, oder? Ja, erstmal muss ich es wissen. Dann muss ich es wollen. Dann muss ich es können. Und dann muss ich es tun. Also es sind schon ein paar Schritte, aber eigentlich ändert sich ja nichts. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Traum und ich begegne Ihnen im Traum und sage, Sie träumen alles das nur. Sie können die ganze Problematik vergessen, wachen Sie doch einfach auf. Und dann würden Sie mir im Traum sagen, ja, Sie sagen das so leicht. Welche Pille muss ich denn schlucken, um aufzuwachen? Gar nichts, vielleicht das Klingel des Weckers oder wenn Sie von selber aufwachen, der erste Sonnenstrahl weckt. Also irgendwann wachen Sie morgens ganz von selber auf. Da haben Sie keinen Prozess draus gemacht. Da brauchen Sie keine Technik des Aufwachens mit Schritten und Hindernissen und Problemen, sondern das denkt sich alles der Verstand aus, die Traumfigur, sondern Sie wachen auf und merken, ah, okay, alles, was eben Problem war, brauche ich nicht mehr lösen, ist gar nicht wirklich. So, jetzt bin ich in meiner Realität und jetzt kümmere ich mich um mein wahres Leben. Und darum geht's. Sie müssen gar nichts ändern. Während Sie also in der Illusion des Ich sind, sind Sie ja dauernd der Sie sind. Sie können ja nicht austreten aus dem Bewusstsein. Sie können das nicht beenden. Das sind Sie. Aber Sie haben es vergessen. Das Einzige, was zu tun ist, sich zu erinnern.
Das ist kein Prozess, das ist einfach ein Schritt. Aber wir können den Schritt erleichtern. Wenn Sie wollen, machen wir es gerade mal praktisch. Dauert nur eine Minute. Super gerne, weil ich kann sagen, also ich weiß es, ich habe es schon, also mein Verstand gibt Ihnen recht und ich habe das auch schon gelesen bei, weiß ich nicht, Eckhart Tolle und vielen anderen, die sich ja mit sehr ähnlichen Themen beschäftigen, die ähnliche Dinge sozusagen sagen. Ich will es, ich will bewusst sein. Aber Sie sagen, man muss es können und auch tun. Und zum Teil habe ich das vielleicht auch schon mal gekonnt und getan, aber anscheinend noch nicht so, dass ich sagen kann, auf vollem Bewusstsein zu sein. Also da helfen Sie gerne und wir können das jetzt gerne live demonstrieren. Wie kann man und wie tut man? Okay, also jetzt vollziehen, nicht als Wissen speichern, was ich sage, sondern fühlen, dass das Ihre Wirklichkeit ist. Ja, also wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer. Ich bin der Benutzer. Mein Körper mit Verstand ist mein Erfahrungsinstrument, mit dem ich das Leben erfahre. Ich aber bin Bewusstsein. Ich bin immer. Ich bin nicht geboren worden, ich kann nicht älter werden, ich kann nicht krank werden, ich kann auch nicht sterben, ich bin. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast, um in einer bestimmten Zeit bestimmte Erfahrungen zu machen, nämlich meine eigene natürliche Vollkommenheit bewusst zu erleben. Dafür sind wir alle hier und jeder macht das auf seine Weise. So, und jetzt verlagere ich einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue mal meinen Körper über die Schulter beim Leben zu. Ich greife nicht ein, ich gucke nur, was macht denn der so? Ach, der sitzt gerade. Ah, wie fühlt er sich denn gerade? Aha, dann gucke ich mal beim Verstand rein, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Was denkt denn gerade mein Verstand? Ah, so. Und damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper mit Verstand ist der Beobachtete. Und gleichzeitig bin ich damit ganz von selbst, ohne es gleich zu merken, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denn was macht der Beobachter? Ja, der nimmt wahr, was da gerade geschieht. Das muss keiner lernen, das ist kein Prozess, das kann ja jeder. Aber damit bin ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Und das ist ein großer Unterschied. Denn der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug und hat da auch schöne Ausreden erfunden. Irren ist menschlich und so weiter. Ja, aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie die Kamera hier in Ihrem Computer. Das heißt also, Sie können absolut sicher sein, das, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, ist auf der anderen Seite vor der Kamera. Die Kamera fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, sondern die zeigt nur, so ist es. Das heißt, als Beobachter haben Sie mit der Wahrnehmung ein Instrument, das absolut fehlerfrei ist. Und jetzt ist es Ihre Entscheidung. Bleibe ich für immer der Beobachter? Ich gehe nie wieder zurück in den Verstand. Bleibe ich damit in der Wahrnehmung? Das ist meine geistige Geburt. Jetzt beginnt mein Leben. Denn damit ziehe ich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Die ganze menschliche Problematik war nur ein Traum. Die kommt nicht mehr vor. Ich bin jetzt wach. Und jetzt kann ich endlich mein wahres Leben leben und bin bei mir selbst angekommen. Also während wir das hier machen, merke ich, wie ich ruhiger werde, wie ich klarer werde, wie ich mehr beobachte und kommen lasse, welche Frage ich jetzt stelle, was ich jetzt gerade sage. Ich merke, wie ich in einen Zustand komme. Geht es genau darum, beim Bewusstsein werden, vom Macher, Denker zum Beobachter zu werden? Ja, aber Sie werden das ja nicht, sondern der Macher, der Denker, das ist der Traum und Sie sind der Träumer. Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können da nicht austreten. Wie nachts hören Sie ja auch nicht auf, der zu sein, der Sie sind. Sie sind der ins Bett geht abends und einschläft. So. Und
und morgens machen sie wieder auf. Aber alles, was sie geträumt haben, können sie nicht mit in die Realität nehmen. Das war nur ein Traum. Sie können sich reich träumen oder gesund. Wenn sie morgens aufwachen, sind sie wieder in ihrer Realität. Und genau so ist es. Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Das können sie nicht beenden. Sie haben es nur vergessen. Und das Einzige, was sie ändern, ist, ich erinnere mich wieder, dass ich das bin. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Und dann kommt ein wunderbares Gefühl der Souveränität, weil sie erleben, mir kann hier nichts passieren. Ja, ich bin unzerstörbar. Ich bin Bewusstsein. Also egal, was hier in der Welt passiert mit Corona-Krise oder irgendwas, meinetwegen Weltuntergang, ja, das berührt sie nicht, weil es hat mit ihnen nichts zu tun. Sie sind nicht erreichbar für diese Dinge der Welt, der Menschlichkeit und so weiter. Also sie bleiben Bewusstsein, dass hier nur vorübergehend eine Erfahrung macht. So, und wenn jetzt einer eine Atombombe werfen würde oder ganz viele und die Welt würde in 1000 Stücke gehen, dann würden sie sagen, okay, da hat jemand aus Dusseligkeit meine Schule zerstört, dann gehe ich nach Hause und suche mir eine neue Schule, aber mehr ist nicht passiert. Ja, sie sind immer noch ganz und da und leben und sind nur nach Hause gegangen, weil ihre Schule abgebrannt ist. Kurt, wie muss ich mir das vorstellen? Das hört sich extrem weise an, was Sie erzählen und zeigt von ganz, ganz viel Urvertrauen. Sie sagen, Schule ist sinnbildlich für die Welt, wenn Sie Schule sagen, ne? Die Schule des Lebens, das heißt, Sie meinen damit das Welt sozusagen, das Leben, dann ist das halt zu Ende und dann gehe ich in ein neues Leben. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Urvertrauen da, dass diese Seele sich schon ihren Weg gibt. Wo haben Sie dieses Vertrauen her, wo haben Sie dieses Wissen her, dass Ihnen diese Sicherheit gibt, dieses Vertrauen gibt und diese Unerschütterlichkeit gibt, sich von außen nicht beeinflussen zu lassen von den äußeren Umständen, Krisen, dass wo andere Ängste entwickeln, scheinen Sie angstfrei zu sein? Ja, Bewusstsein kann keine Angst haben. Wovor sollte es auch Angst haben? Aber wie stellen Sie denn morgens fest, dass Sie aufgewacht sind und dass der Traum vorbei ist? Gar nicht. Die Frage hat sich Ihnen wahrscheinlich noch nie gestellt. Sie haben gewusst, dass Sie aufgewacht sind und dass Sie jetzt in Ihrem Leben sind, dass das Ihre Realität ist. Das haben Sie nie in Frage gestellt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, als Beobachter sind Sie ja in der Wahrnehmung. Und wahrnehmen heißt, Sie nehmen alles wahr, worauf Sie Ihr Bewusstsein richten. Also richten Sie einfach mal Ihr Bewusstsein darauf, wer bin ich eigentlich wirklich? Und dann nehmen Sie wahr, wer Sie wirklich sind. Dann fühlen Sie den, der Sie sind. Sie können sich nicht sehen, weil Sie ja Ihren Körper auch nicht sehen können. Das Auge kann sich selber nicht sehen, aber Sie können sich fühlen und spüren das morgens, ja, so wie Sie morgens aufwachen, Sie spüren einfach, jetzt bin ich wach und jetzt gehe ich ins Bad und jetzt mache ich das, jetzt bin ich in meinem Leben, das vorher war nur ein Traum. Ob der schön war oder ein Albtraum, spielt keine Rolle, es war nur ein Traum. Aber können Sie uns besser beschreiben, wie haben Sie dieses Wissen bekommen und dieses Selbstvertrauen oder das Vertrauen ins Leben, in sich, in Ihr Bewusstsein bekommen? An dieser Stelle, liebe Zuschauer, vielleicht mögen Sie einmal gerade an der Stelle selbst schätzen. Was glauben Sie, wie alt ist Kurt Tepperwein? Ich verrate es Ihnen, ich konnte es selbst erst nicht glauben, 89 Jahre. Nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, glaube ich, wird er noch 90. Kurt, 89 Jahre, wo haben Sie all dieses Wissen her und wann haben Sie diese Weisheit, dieses Vertrauen erlangt, das Sie heute spüren? Jeder muss seinen individuellen Weg finden und gehen. Bei mir war es mit 17 so, dass ich eben die Probleme hatte, die man mit 17 hat. Ich war verliebt und zu schüchtern, ihr das zu sagen, und dann tat sich nichts. Ich wünschte mir ein Motorrad, ein Auto war nach dem Krieg nicht zu denken. Wünsche mir also ein Motorrad, aber ich hatte 1 Mark Wochentaschengeld, da hätte ich nicht mal Benzin bezahlen können. Also ein unerfüllbarer Traum. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich lebe, ich habe Probleme, ich habe Wünsche, ich habe Ziele, aber keiner sagt mir, wie das funktioniert. Wie kann ich denn meine Probleme lösen? Wie komme ich mit dem Mädchen zusammen? Wie komme ich an das Motorrad? Wie kann ich überhaupt hier
was bewirken. Und da kam, habe ich immer darauf gewartet, dass irgendwer von außen kommt, nimmt mich bei der Hand und erklärt mir, wie das Leben funktioniert, was ich jetzt tun muss. Da kam aber keiner. Aber es kam ein Bekannter, älterer, der sagte mir, hast du schon mal eine Meditation gemacht? Und ja, ich habe das Wort damals noch nie gehört gehabt mit 17. Er sagte, ich mache das mal gerade mit dir, eine geführte Meditation, und hat mich auf den Berg, auf einen Berg geführt, und da war eine Blockhütte, und dann sagte er, geh mal da rein. Und dann hörte er auf zu sprechen. Und ich habe das erlebt, was er gesagt hat. Ich bin auf den Berg gegangen, durch den Wald, und oben war dann die Blockhütte, und ich stand davor, und dann habe ich geklopft, hat aber keiner was gesagt. Dann bin ich reingegangen. Dann war die leer, bis auf einen Sessel, und da saß ein alter Mann mit weißen Haaren. Und da habe ich sofort gewusst, ah, das ist endlich der, der mir alles erklärt. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du mir helfen, meine Probleme zu lösen, Wünsche zu erfüllen, Ziele? Da sagt er, eins nach dem anderen. Also, womit fang mal an? Dann haben wir hat er mir eine Frage nach der anderen beantwortet. Und ich bin dann 6 Jahre lang, ich glaube jeden Tag, manchmal sogar mehrmals, da auf den Berg gegangen, habe es dann selber gemacht und habe den alten Mann gefragt, wie mache ich das jetzt und wie geht das und soll ich und welche Schritte sind da erforderlich? Und der hat mir geduldig alles immer erklärt. Und nach 6 Jahren ist er auf einmal aufgestanden und hat gesagt, setz dich mal dahin. Da habe ich gesagt, ja, ich kann mich doch nicht, setz dich dahin. Okay. Dann habe ich mich dann in seinen Sessel, etwas unbehaglich in seinen Sessel gesetzt. So sagt er, du hast die ganze Zeit nur Selbstgespräche geführt, denn ich bin der, der du wirklich bist. Du hast dir alle Fragen selber beantwortet die ganze Zeit. Du brauchst diese Illusion nicht mehr. Ging zur Tür raus und ward nie wieder gesehen. Und ich saß da alleine in diesem Sessel. Sage ich, soll mir jetzt alle Fragen selber beantworten? Aber der hat gesagt, ich hätte das die ganze Zeit schon gemacht. Ja, da müsste ich ja jede Frage beantworten können. Da habe ich mir eine Frage gestellt und tatsächlich fiel mir sofort die Antwort ein. Sage ich, okay, das war Zufall. Noch eine. Und dann habe ich das mehrmals gemacht. Und dann, ich hatte die Frage noch nicht zu Ende formuliert, da war schon die Antwort da. Dann habe ich gemerkt, das bin ich wirklich. Jeder ist dieses wahre Sein, das allwissend ist, das sich alle Fragen beantworten kann. Ich habe nur das Spiel gespielt. Ich bin ein armer Mensch und der da, das ist der weise alte Mann, der weiß alles und den kann ich fragen. So, das war vertraut. Wenn man jung ist, geht man zu einem Älteren und fragt den. Und dieses Rollenspiel hat er dann irgendwann beendet und damit brauchte ich auch nicht mehr in den Sessel gehen. Ich habe es anfangs noch gemacht, um mir Fragen zu beantworten. Aber dann sage ich, ja, dann brauche ich auch nicht auf den Berg gehen. Dann brauche ich auch keine Meditation. Dann richte ich einfach meine Aufmerksamkeit als der, der ich wirklich bin, als dieser alte Mann mit den weißen Haaren, mal auf die Frage. Und dann weiß ich die Antwort. Und jetzt meine Antwort zu Ihrer Frage. So habe ich erkannt, wer ich bin, indem ich das einfach wahrgenommen habe, indem ich meine Aufmerksamkeit auf diese Frage gerichtet habe, wer bin ich, warum bin ich hier, was soll das Ganze, wo führt das hin? Dann habe ich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens entdeckt, indem ich gefragt habe, wie funktioniert denn Leben, nach welchen Spielregeln? Ja, und dann habe ich das Buch geschrieben, die geistigen Gesetze, das sind die Spielregeln des Lebens, die Straßenverkehrsordnung des Lebens gewissermaßen. Und so habe ich dann im Laufe der Zeit 136 Bücher geschrieben, einfach durch Wahrnehmung, eben wie ist das denn? Wie bleibt man gesund? Oder wie hat man eine glückliche Beziehung? Wie geht eigentlich erfolgreich sein? Kann man da was machen? Ja, im Moment, natürlich kann man was machen. Wenn man nichts macht, geschieht es ja nicht. Also von nichts kommt nichts. Und so habe ich entdeckt, wer ich bin und habe ganz selbstverständlich gelernt zu leben als der alte Mann, der alles weiß. Ich nannte ihn früher den inneren Meister, aber inzwischen weiß ich, das bin ich und das andere ist nur die Verpackung. Das heißt,
Sie haben letztendlich dieses Vertrauen bekommen, Ihr Leben damals mit 17 Jahren sozusagen verändern können, indem Sie Ihrem eigenen Meister, Ihrem eigenen Persönlichen, Ihrer eigenen Größe, Ihrem inneren Kern, Ihrem Bewusstsein, Ihrer, der Sie wirklich sind, begegnet sind und Kontakt zu ihm aufgenommen haben, um die Ihre Fragen Ihres Lebens zu klären. Sie sprachen jetzt davon, wie kann ich eigentlich erfolgreich Beziehungen führen? Wie geht eigentlich Erfolg? Wie geht Gesundheit im Leben? Wie werde ich gesund im Leben oder bleibe gesund? Gibt es auf all diese Fragen unterschiedliche Antworten? Da bin ich gespannt, ob Sie uns ein paar geben können. Oder geht es am Ende des Tages im Leben immer darum, genau diesem inneren Selbst zu begegnen? Sie können nicht dem inneren Selbst begegnen, weil das sind Sie. Sie können nicht sich selbst begegnen. Wenn Sie das ist menschliches Denken. Sie können nur erkennen, ach, das bin ich. Ich brauche diese Illusion der Trennung nicht mehr. Ich bin der arme Mensch, der viele Fragen hat. Und da ist der weise alte Mann, der alles weiß. Und zu dem gehe ich und frage den. Aber das bin ich. Irgendwann hat mich der Mann aufmerksam gemacht. Das bist du. Du führst Selbstgespräche. Du beantwortest dir alle Fragen selbst. Also lass diese Seifenblase doch platzen. Du brauchst diese Illusion nicht mehr. Der Mensch, der nichts weiß, geht zu einem, der alles weiß und fragt ihn, sondern erkenne, das bist du wirklich. Der Mensch ist nur die Verpackung hier. Das sind deine Kleider. Also identifizier dich nicht mehr mit deiner Schuluniform, mit deiner Kleidung, sondern du bist der Träger. Und der Träger ist dieses ewige Sein, das alles wahrnehmen kann. So, das ist deine Wirklichkeit. Da muss man nichts lernen. Das muss man nicht werden, sich erarbeiten oder irgendwie. Sie können sich nicht erarbeiten, der zu werden, der Sie sind. Das sind Sie ja. Sie können nur aufwachen und Sie können daraus einen ewigen Prozess machen oder Sie machen die Augen auf und erkennen, ach, das bin ich. Okay, dann müsste ich ja jetzt zum Beispiel mir meine Fragen selber beantworten können und dann müssen Sie nur noch lernen, die Antwort kommt nicht in Worten, weil die Universalsprache ist eine Sprache der Energie, keine Sprache der Worte. Worte braucht nur ein Mensch. Nur ganz wenige Spezies im Universum haben eine Lautsprache entwickelt und halten das für primitiv, dass man Worte benutzt, die ja eine Sache begrenzen. Worte sind ja nicht universell, aber die Universalsprache in der Energie, das ist wie eine Mail, die Sie jemandem schicken. Das schicken Sie auch nicht Wort für Wort, wie Morsen, sondern Sie drücken auf den Knopf senden und dann ist die ganze Mail beim anderen. Und genauso übertragen Sie energetisch einen Bewusstseinsinhalt, eine Erinnerung oder was auch immer, von einem Moment zum anderen auf den anderen in der Universalsprache. Und da gibt's keinen Irrtum, keine Unschärfe, keine Unklarheit, keine Rückfrage, weil der andere weiß im gleichen Augenblick alles das, was Sie auch wissen, was Sie ihm gerade gesendet haben. So. Und genauso ist es eben, sobald Sie zu sich selbst erwacht sind, können Sie eine Frage stellen und dann erwarten Sie vielleicht, weil Sie so gewohnt sind, dass da irgendeine Stimme jetzt in Lautworten sagt, die Antwort. Das kommt so nicht, sondern es kommt als innere Gewissheit. Das heißt, die Mail ist angekommen und jetzt wissen Sie. So, das ist alles. Sie wissen nicht, wie es geschehen ist. Es braucht keine Zeit, sondern Sie haben die Frage gestellt, die sprechen Sie auch nicht laut aus, die machen Sie sich nur bewusst, die Frage. Und Sie haben die Frage noch nicht zu Ende gedacht, formuliert, wie auch immer. Dann ist diese innere Gewissheit, ach so ist das, okay, gut. Ja, und dann verschwinden alle Fragen damit, weil eine Frage hat keine Überlebenszeit mehr, weil sie ja sofort die Antwort erkennen, wahrnehmen. Und solange noch jemand eine Frage stellt, weiß ich, der ist im Verstand. Sonst könnte er ja keine Frage stellen. Er braucht ja bloß wahrnehmen. Dann wüsste er es ja, oder würde er ja nicht fragen. Also helfe ich Menschen, eben in die Wahrnehmung zu kommen. Denn das müssen wir sagen, die Falle ist der Verstand. Jeder Gedanke, ein einzelner Gedanke schon, zwingt Sie wieder in den Verstand, sonst könnten Sie ja nicht denken. Und damit sind Sie wieder im Ich, in der Illusion. Und damit haben Sie wieder Fragen und keine Antworten. Also, wenn Sie in der Wahrnehmung bleiben, dann verschwinden die Fragen und Sie sind bei sich angekommen.
Meine Illusion hat noch eine letzte Frage, wenn Sie gestatten, lieber Kurt. Sie haben in einem vorherigen Interview mal gesagt, dass es durchaus sinnvoll ist, sich Ziele zu setzen, dass man weiß, wo man hingehen kann. Jetzt sind Sie 89 Jahre alt, haben sehr, sehr viel erreicht, viele Menschen inspiriert, übrigens viele Menschen aus unserer Branche, viele erfolgreiche Menschen, die heute andere Menschen inspirieren. Was sind Ihre Ziele für Ihre nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte? Wieder eine Frage aus dem Verstand. In dem Moment, wo Sie zu sich selbst erwachen, verschwinden alle Ziele. Es gibt keins mehr. Das heißt, wenn Sie so wollen, das einzige Ziel ist, Sie leben im Jetzt. Vergangenheit spielt keine Rolle mehr, weil die ist sowieso für immer vorbei, um die braucht man sich nicht kümmern. Bedenken vor der Zukunft braucht man auch nicht haben, weil die wird ja im Jetzt verursacht. Also ich bin im Jetzt und tue das, was jetzt zu tun ist, dann stimmt auch alle Zukunft. Um die brauche ich mich nicht kümmern. Die ist nur eine Projektion dessen, was ich jetzt im Jetzt verursache. So, und damit stimmt plötzlich Ihr ganzes Leben. Welches Ziel wollten Sie da haben? Die Fragen verschwinden, weil Sie ja die Antwort haben. Aber das Ziel ist, im Einklang mit dem Jetzt zu sein und das zu tun, was jetzt zu tun ist. Da kann nie wieder Stress vorkommen, weil im Jetzt sind nie zwei oder drei Dinge gleichzeitig zu tun. Da ist nur das zu tun, was jetzt zu tun ist. Und das verursacht das, was in Zukunft stimmt. Und dann stimmt auch Ihre Zukunft. Also wie gesagt, die können Sie auch vergessen. Pandemie und all diese Dinge, Wandel der Welt und was da für Aufgaben auf uns zukommen, das Ich ist damit überfordert und der Verstand auch, weil der sagt, ja, die Situation, die hatten wir ja noch nicht, da habe ich keinerlei Erfahrung. Wie kann ich die Aufgaben der Zukunft bewältigen? Aber diese Frage stellt sich für ein Bewusstsein nicht. Zukunft besteht nur aus diesen 3 Sekunden jetzt. Und ich tue das, was jetzt zu tun ist. Und wenn das jetzt stimmt, dann stimmt alle Zukunft. Und dann meistere ich auch alle Aufgaben. Denn sobald die ins Jetzt kommen, nehme ich ja wahr, was zu tun ist, wie die zu lösen sind. Und dann mache ich das. Das ist ungefähr so, wie wenn der Verstand weiß, ich muss in einen dunklen Raum und muss da was holen, was ich ganz dringend brauche. Aber da war ich schon so oft, da habe ich mir den Kopf gestoßen. Da bin ich gestolpert über Dinge, da siehst du ja nichts. Ich weiß nicht, ob ich das finde, was ich brauche. Und das erwachte Bewusstsein steht vor der gleichen Aufgabe, macht die Tür auf und holt sich das, was es braucht. Da war kein Problem. Ja, es hat einfach die Lösung getan und hat sich das geholt. Das war gar kein Prozess, kein Vorgang. Es hat gar nicht darüber nachgedacht, sondern einfach nur Licht gemacht. Und das ist ungefähr so, wir erwachen, sie machen einfach Licht und alles ist klar. Aber immer wieder daran erinnern, sie müssen nichts ändern. Sie sind das die ganze Zeit. Sie sind dieses weise Sein, was die Antworten hat. Das müssen sie nicht werden. Und deswegen braucht das auch keine Zeit, um das zu werden. Denn wie lange wollen sie brauchen, um der zu werden, wie sie ja sowieso sind? Sie brauchen sich nur erinnern. Der Verstand ist etwas überfordert und denkt sich, der Mann hat gut reden, aber das Herz weiß, was Sie meinen. Das ist verständlich, dass der Verstand so denkt. Meiner hat das heute noch. Wenn ich irgendwas vorhabe, sagt er, das kann überhaupt nicht gehen, weil. Aber für mich ist der Verstand und mein Körper, das sind 2 Freunde. Ja, und die haben ihre eigene Meinung und ihre eigene Vorgehensweise, ihre eigene Lebenserfahrung. Und wenn der Verstand mir ein Hindernis sagt, das kann nicht funktionieren, sage ich, gut, dass du mich aufmerksam machst, dann schaue ich mal hin, nehme mal wahr, nee, das funktioniert, okay, weil ich kann ja sehen, wie es ausgeht, so, okay, nee, das ist in Ordnung, aber danke, dass du es gesagt hast, aber trifft nicht zu, alles okay. Das heißt also, ich lebe mit der anderen Meinung meines Verstandes oder meines Körpers sehr gut, aber ich bin in der Wahrnehmung und nehme einfach wahr, wie es wirklich ist. Da kann mich die Zukunft, der Wandel der Welt auch nicht überfordern, weil im Jetzt nehme ich ja wahr, wie diese Aufgabe zu meistern ist. Und damit weiß ich, dass ich alle Aufgaben der Zukunft meistern kann. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, nochmal, Bewusstsein kann auch nicht krank werden. Ich war noch nie krank. Das geht nicht. Mein Körper hat die Erfahrung schon öfter gemacht, natürlich, ganz klar.
Aber in dem Maße, wie Sie als erwachtes Bewusstsein Ihren physischen Körper in Besitz nehmen und jede Zelle Ihres Körpers mit der Vollkommenheit Ihres wahren Seins erfüllen, färbt das ab auf den physischen Körper. Und ich hatte auch schon einige Jahre keine Krankheiten mehr. Weil wenn alles in Ordnung ist, hat der Körper ja keinen Grund, eine Botschaft zu schicken und zu sagen, kümmere dich mal drum. Das ist genau wie die Ölkontrolllampe in Ihrem Auto. Wenn Sie immer rechtzeitig bei jedem Tanken den Ölstand kontrollieren und wenn es fehlt, was nachfüllen, würde die Ölkontrolllampe in Ihrem ganzen Autoleben niemals aufleuchten. Und wenn Sie immer tanken gehen, wenn der Tank halb voll ist, dann würde die Tankanzeige nie in den roten Bereich kommen können, ja, weil das Auto kann keine Botschaft schicken, wenn das nicht erforderlich ist. Und wenn Sie ihm jetzt das tun, was stimmt, dann kann der Körper auch keine Botschaft schicken, weil es stimmt ja. So. Und deswegen verschwindet auch Krankheit aus Ihrem Leben. Gut, es war mir eine Ehre. Und man könnte sagen, ich möchte gerne so in Ihrem Alter so gesund bleiben, sozusagen, wie Sie es sind. Aber ich muss an der Stelle sagen, ich möchte irgendwann einmal so bewusst werden, wie Sie es sind. Herzlichen Dank, Kurt Stepperwein. Ich bedanke mich bei Ihnen. Alles Gute. Bis irgendwann. Danke sehr.